Von kaputten Menschen reden wir gerade. Lass uns schauen, was meinem Ex-Cutter widerfahren ist. Thomas. Es ist vielleicht was, was ich eigentlich gar nicht rausfinden wollte, um ehrlich zu sein. Und ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich, als ich das erste Mal mit einem Mann geschlafen habe. Nichtsdestotrotz ist es... Ich find's geil. Wichtig, auch mal sowas aufzuklären. Nur wisst Bescheid, es ist nicht so, wie ihr denkt. Im ersten Dreiviertel von diesem Video. Viel Spaß. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das bin ich. Oder zumindest dachte ich das einmal. Wir schreiben den 19.04. und es erreicht mich eine Nachricht von meinem Manager Sebastian. Er schickt mir den Link zu einem... Chillig, dass er hier nochmal die Nummer gezeigt hat. Also das ist ganz gut. Ich vor 20 69 187, könnt ihr mal gerne anrufen. Manager Sebastian. Er schickt... Hey Chat, get your popcorn. Get your popcorn. I got my here. Mir den Link zu einem Instagram-Profil, aber dieses Instagram-Profil ist etwas Besonderes. Denn während dieser Tomery in Köln, Deutschland sitzt, könnte dieses Tomery-Imitat mit ganzen 16.000 Followern auf der ganzen Welt niedergelassen sein und sein Unwesen treiben. Doch was der Identitätsdieb im Schilde führt, dass er weitaus mehr Schaden anrichtet, als einfach nur mit meinem Namen Likes abzugreifen, und warum er damit 16.000 Follower anlocken konnte, das alles weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass Thomas überhaupt mehr als 16.000 Leute folgen, ist schon ein Wunder. Und dass es da nochmal so viele gibt, die 16.000 Leute, die dumm sind und auf den Fake reinfallen. Das Profil ist nämlich privat. Man muss zuerst eine Anfrage senden, um alle Inhalte zu sehen. Dieses Video wird unterstützt von Safdesk. Und da dachte ich mir, abonnierst du einfach mal. Aber, dachte ich mir, mach das doch nicht von meinem Account aus, dann weiß er direkt, dass ich's bin, sondern macht es doch von einem Fake-Account aus. Das heißt, ich habe mir einen Fake-Account erstellt und mit diesem Fake-Account wurde ich auch angenommen. Er hat mir auch eine Anfrage geschickt, die nehme ich aber erstmal noch nicht an. Es ist viel krasser, viel, viel krasser, als ich mir nur vorstellen könnte. Das Heftigste ist aber, er hat einfach 17.000 Follower. Und wir schauen jetzt mal rein, was es da so alles gibt. Also das ist echt komplett wild. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Okay, Aktien-Memes und so weiter und so fort. Und hier einfach random von mir? Einfach ein Placement von mir. Ja, Ehre dafür. Das muss ja ein Bot sein, oder? Er hat ja einfach actually 1:1 die Beschreibung kopiert. Nee, das kann kein Bot sein, weil der postet einfach uralte Bilder. Das ist mega alt. 2 Likes, 6 Likes, 1 Like. Da muss irgendwas mega gebottet sein, logischerweise. Der hat ja nicht umsonst fast 17.000 Abonnenten. Also ich merke schon, in welche Richtung das geht. Es geht so ein bisschen in die Aktien-Bitcoin-Richtung. Also irgendwelche Bitcoin-Blablabla-Produkte, wie ist das? Investiere $5.000, verdiene 94.000 Euro wöchentlich. Alter, das ist... Digga, das ist eine Menge Geld. Darauf hätte ich ja fast Bock. Inbox me. Via WhatsApp. Hä? Was? Da schreibt jemand, Alex, did you hire a model to do random pictures and bewilder your followers on this page? Is that your brother? Kinda looks like you. Das heißt, der Dude heißt Alex. Das scheinen jetzt private Bilder zu sein. Ich weiß nicht, ob... Was? What the fuck? Das wirklich der Dude ist. Ist er das? Hat er erst irgendwie später angefangen, meine Identität zu klauen? What the fuck? Wie weird. What the fuck? Good to see you on Instagram, bro. Das ist aber auch ein Bot. Guckt euch mal diese Abonnenten und Follower an. Also hä? Wie seltsam. Was mich interessiert, ist die Website, ja? Ich klicke mal drauf. Okay, okay, okay. Das wird eine wilde Nummer. Das wird eine wilde Nummer. Apropos Nummer. Bevor ich aber jetzt diese WhatsApp-Nummer anrufe, halten wir einmal fest. Der Account, um den es sich handelt, hat viel... Digga, du Bastard. Du dummer Bastard. Als ob du das hier nicht nochmal hättest neu schreiben können. Als ob du das abonnierst... Also als ob du diesen Scheißzettel nicht nochmal neu hättest schreiben können, Thomas. Der schreibt da einfach drüber, Digga. Viele Follower. Er verlinkt auf eine dubiose Webseite. Diese Seite schauen wir uns später genauer an. Der deutsche FBI, Digga, wenn ich jeder Fake-Seite so nachgehen würde, Junge, ich würde jeden Tag so Content machen. Account hat eine WhatsApp-Nummer angegeben, über die er eine fragwürdige Software vertreibt und scheinbar Leute abzockt. Wie man... Was ist 205 für eine Vorwahl? 205 Landesvorwahl. Welche ist das? Was ist das? Alabama? Alle fucking Bama? Alle fucking Bama? Falls Follower kaufen oder diese durch irgendwelche anderen Maschen ergaunern, sondern auch alte Bekannte. Er wurde wohl von seinem Kumpel Tim verraten, der in den Kommentaren ebenso schockiert war wie wir über die komischen Bilder, die plötzlich gepostet werden. Auf Tims Frage hin, ob ich sein Bruder sei, antwortete der Accountinhaber übrigens mit Ja. Das ist ganz schön viel. Ich weiß nicht mehr, wo ich an...
Tim hat gesnitcht. Anfangen soll. Ich würde sagen, wir nehmen als allererstes mal die Anfrage an, die er uns geschickt hat und fragen ihn, ob er uns coachen kann. Und kurz darauf nimmt er Kontakt mit uns auf. Er ist uns sogar zuvor gekommen und schreibt: Hallo, wie geht es dir? Sorry, dass ich dir einfach so schreibe, aber ich wollte wissen, ob du Lust hast, von zu Hause Geschäfte zu machen. Lust zu chatten? Ja, dann schreib. Also, ich sag mal so, mit jedem aus würde ich gern zusammenarbeiten. Mal dem doch mal. Sorry, dass ich so spät reagiere. Ich habe deine Nachricht zuerst nicht gesehen. Ich würde liebend gerne von zu Hause aus Geld verdienen. Was meinst du denn mit Business Opportunity? Okay, Sam. Naja, mal schauen, was passiert. Meine Antwort kam viel zu spät und Überraschung, der Account wurde mittlerweile lahmgelegt, entweder freiwillig oder durch Instagrams Administratoren gelöscht. Ist unsere Mission bereits jetzt gescheitert, den Betrüger zur Rede zu stellen? Immerhin enthält der Account nun keine Informationen mehr und sogar der Name, der normal bei den Instagram-Profilen hier oben steht, ist weg. Durch Zufall habe ich aber auch schon das nächste Indiz gefunden, denn obwohl der Account gelöscht wurde, finde ich den Nachrichtenverlauf ja immer noch und da steht jetzt zwar auf dem ersten Blick auch kein Name mehr, aber wenn man sich das mal hier oben ansieht, finden wir da plötzlich was ganz komisches. ZSSBecker-FX, ja und ZSSBeckerVX, ja. Und wenn man ZSSBecker sucht, ohne das FX da hinten, weil der Account wurde ja bereits gelöscht, kommen wir auf dieses Profil und da war ich jetzt komplett geschockt, da haben wir ihn wieder, unseren dubiosen Alex. Und wir haben hier einige Bilder, die auch auf dem Profil des Tomeryfakes gepostet wurden. Und im Profil finden wir den gleichen Link, die gleiche Website von vorhin. Und da würde ich sagen, die nehmen wir mal genau unter die Lupe. Interessant. Es scheint so, als wäre Alex extrem dumm und als gäbe es hier einen Zusammenhang. Diesmal finde ich nicht nur den Sitz der Firma in Texas, USA, sondern auch eine Telefonnummer, bei der wir mal anrufen könnten. Vielleicht wissen die ja, was hier abgeht. Und hier ist er wieder. Alex Becker, CEO. Laut... Der sieht sehr vertrauensvoll aus. Internetrecherche ist Hyrus aber wirklich ein erfolgreiches Unternehmen. Ich war bereits drauf und dran, einfach mal einen Termin mit Hyrus zu buchen. Als mir die Idee kam, mal nicht nur das Unternehmen, sondern auch den CEO Alex Becker selbst zu googeln. Und der ist tatsächlich ein YouTuber mit 700.000 Abonnenten. What the fuck? Das hätte mir auch vorher auffallen können. Uff. Und ich wollte jetzt schon ansetzen zum Schreiben, aber was ist, wenn er doch der Strittenzieher dahinter ist? Vielleicht ist er es aber gar nicht. Vielleicht faked der Typ ja auch, Alex Becker zu sein. Versteht ihr? Was ist, wenn er mit solchen Methoden einfach seine Firma groß gemacht hat, die Firma jetzt aber halt dann wirklich läuft, aber er trotzdem noch diesen Ring, diese Organisation kontrolliert? Drum gehe ich jetzt nochmal... Diesen Ring, Digga, der denkt auch Mafia-Film. Auf Nummer sicher und Reverse-Image-Searche nochmal all Alex diese Bilder hier. Aber nach weiterer Recherche stellt sich diese These als haltlos heraus. Hyrus und Alex Becker waren also eine Sackgasse. Ich meine, wieso sollte sich so einer auch als ich ausgeben wollen? Aber wer steckt denn nun dahinter? Unser Hauptverdächtiger ist also selbst Opfer. Der Täter scheint weiter entfernt denn je. Aber wir haben da ja noch unsere Geheimwaffe, okay. WhatsApp. Und die nutzen wir jetzt auch. Ja, und damit er nicht mal eine echte Handynummer hat, habe ich mir da auch eine Fake-Handynummer erstellt. Eine Fake-Handynummer erstellt, oder? Und ein Fake-WhatsApp-Profil. Deutsche Tatort. Hat mich Daniel genannt und mal einfach klischeehafterweise einen alten 3er-BMW reingemacht. Das sind die Hurensöhne, die mich anrufen, wenn meine Nummer geleakt ist. Solche Leute rufen mich dann an und haben dann so eine Stimme. Revi! Revi! Hallo? Hallo? Solche Wichser rufen mich dann an. Solche Wichser rufen mich dann an. Ihr Wichser. Ich glaube, damit kauft man mir ab, dass ich mega Interesse an seinem Businesswissen habe. Oh, okay, ich kann schreiben. Das ist spannend, dass er angezeigt wird, dass es Alabama ist. Ein weiteres Indiz. Okay, ich sehe sogar... Ein weiteres Indiz, also. Am Profilbild. Ein Laptop mit Trading-Zeug und es ist sogar Unternehmensaccount. Let's go. Die Candles sahen aber nicht lecker aus. Habe ich doch mal 24 Stunden geöffnet. Ich schreibe jetzt, hey, ich habe deinen Instagram-Post gefunden, in dem es ums Online-Geld verdienen und Trading geht. Ich suche... Vor allen Dingen, das ist ja doch komplett dumm, wenn man was Amerikanisches macht und sich aber dann auf, also auf Englisch, dann das macht doch alles gar keinen Sinn. Schon seit langer Zeit nach der richtigen Software, deswegen würde ich da gerne mal darüber hören. Senden. So, abgeschickt. Jetzt heißt's abwarten. Ich bin mega gespannt. Warum WhatsApp auf White Mode? Wie ekelhaft. Digga, der Bro hat eine extra Nummer dafür gemacht, entspann dich mal. Über die WhatsApp- bzw. Handynummer haben wir auch herausgefunden, dass unser Zielobjekt angeblich im USA-Bundesstaat Alabama wohnt. Im Bundesstaat Alabama. Im Bundesstaat, okay. Ein Hammer-Indiz. Okay, let's freaking go, er hat geantwortet. Oh mein Gott. Ich bin da kurzerhand nach Alabama geflogen, hab mir eine Waffe besorgt und hab diesem Typen ins Gesicht geschossen. Ha, geil. Oh, er geht direkt ans Eingemachte. Nice connecting with you.
Er hat mir ein Cockbild geschickt. Schön, dich kennenzulernen. Bevor wir weitermachen und ich dir eine perfekte Erklärung gebe, wie man online passives Einkommen verdient, will er erstmal wissen, wo ich wohne. Ja, das sage ich ihm doch. Ist ja auch offensichtlich. Ich habe ja auch ein Münchner Kennzeichen an meinem alten 3er-BMW im Profilbild. Das ist wild. Das ist richtig aufregend. Das ist also der Hund. Ich schreibe also gerade mit dem Hund, der sich als ich ausgegeben hat. Mach mein Handy lieber aus. Älteste Trick im Buch. Dann kann ich mir die Nachricht nämlich nochmal auf meinem Startbildschirm hier anschauen, ohne dass er sieht, dass ich online bin. Und kann mir so noch eine schöne Antwort zurechtlegen, würde ich sagen. Okay, Kumpel, schreib da. Die grundlegende Wahrheit ist... Kannst du nicht einfach Dings ausmachen, dass man Lesebestätigung hat? Dass du investieren musst, um Geld zu verdienen? Ja, you don't say. Das ist ja ein Profi-Tipp. Habe ihm geschrieben, yo, das Problem ist zu wissen, wo man investieren soll. Welche Stocks, welche Coins. Ich investiere schon seit einem Jahr, aber ich mache die ganze Zeit Fehler. Was natürlich einfach komplett glatt gelogen ist. Ich mache überhaupt keine Fehler beim Investieren. Das ist echt kurios, dass ich gerade... Digga, hart, der gerade lacht in Schmerzen. Welche Coins. Ich investiere schon seit einem Jahr, aber ich mache die ganze Zeit Fehler. Was natürlich einfach komplett glatt gelogen ist. Ich mache überhaupt keine Fehler beim Investieren. Digga, man kann doch nicht das Meme Laugh in Pain einfach auf Deutsch übersetzen. Lacht in Schmerzen. Yeah, weiß ich nicht, Bro. Das ist echt kurios, dass ich gerade einfach mit einem Kriminellen schreibe. Stranges Gefühl. Ja, Digga, ich schreibe jeden Tag mit Kriminellen. Das ist genauso wie ich gerade am Handy, liest meine Nachricht, schreibt direkt. Holy shit, schreibt er was? Was ist jetzt los? Wie viel hast du bisher investiert? Spicy! Na gut, also falls er Screenshots sehen will, müsste ich ja ihm wirklich was zeigen. Er warnt mich hier vor Scammern. Und ich glaube, die Nachricht kam gerade so schnell, ich habe das Gefühl, dass die einfach Copy-Paste war. Ich habe geschrieben, ich habe so und so viel in Bitcoin und so viel in Ethereum. Und er schreibt, glaub mir, Bitcoin ist überrannt von Betrügern, die versuchen, deinen Cash zu klauen. Irgendwie muss ich den Kerl später noch zur Rede stellen und am besten irgendwie nach dem Telefonat fragen oder so. Vielleicht kannst du ihn ja auch persönlich treffen, Bro. Ich mal rar. Da der Scam weiterhin betrieben wird, obwohl der Account gelöscht ist, können wir davon ausgehen, dass das nicht freiwillig geschehen ist, sondern durch einen Bann von Instagram selbst. Also, der nette Mann auf WhatsApp möchte jetzt einfach, dass ich Bitcoin an eine Adresse schicke, die er mir sendet. Ja, das klingt eigentlich ziemlich geil. Habe ich Bock drauf. Aber ich will doch eigentlich mit dem telefonieren. So, da habe ich jetzt mal geschrieben, ja, habe ich Bock. Schick doch einfach mal die Adresse, dann schicke ich dir das Geld rüber. Aber hast du vielleicht nochmal Zeit für ein kurzes Telefonat, damit ich auch sicherstellen kann, dass du ein echter Mensch bist? Ich will den bestimmt nicht zur Rede stellen beim Telefonat. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, jetzt ist es aber mal spannend. Traut er sich aufs Telefonat oder sagt er, nee. Oder haut er jetzt rein und blockiert mich oder so. Okay. Er hat mir ein Video geschickt. I just made over $600,000. Digga, dem würde ich ja nicht vertrauen. Also Bro, das ist ja einer... Digga, der arbeitet Dings bei Harry Potter in Azkaban als Dementor. Also Digga, dem würde ich auf jeden Fall nicht vertrauen, Alter. How'd I do that? With the help of Mr. Ambrose. Mr. Ambrose. Got it. He's my account manager. Mr. Ambrose? Ich dachte, das wäre Tomary, mit dem ich hier gerade schreibe. Hä, nein, Mr. Ambrose. Hä? Ich wollte doch das Coaching von Tomary, hä? Scheinbar hat der Kollege nicht so richtig Lust, mit mir zu telefonieren. Naja, ich schreibe jetzt einfach mal, dass ich gerne auch vielleicht ein bisschen God, Candy. Mehr investieren wollen würde, damit er so richtig schön Bock hat und damit er vielleicht doch Lust hat, auf ein Telefonat kommen. Aber wir haben uns geschrieben, ja, haben wir jetzt schon 16.000 Euro in Krypto, die würde ich natürlich auch gerne direkt überweisen, damit ihm jetzt richtig schön das Wasser im Mund zusammenläuft. Aber ich will halt einfach auch dieses Telefonat haben, ne? Oh mein Gott, er ruft an. Zeit für ein Cockbild. Jetzt der Moment, wo man bei so einem langen Verlauf einfach mal ein Schwanzbild schicken soll. Okay, er ruft an. Holy shit, er ruft an. Hello? Hello. Oh, hi. I'm good. And you? I'm good as well. Thanks for calling me. What? Yeah, you too. So how are you doing, man? I'm awesome. So, I just... I am awesome. Okay, bro. Okay, sehr chillig, dass du awesome bist, Bro. I have a question. So, I found your WhatsApp number on a Instagram profile called Tomary. Yeah. That's really funny because I am Tomary. Send me a map. I gave you my walls already. Pardon? I said. I gave you my wallet. Yeah, but dude, you stole my identity. I'm an influencer and you stole my pictures, my Instagram pictures, for your fake profile. You have a fake Instagram profile. Wie unerwartet. Er hat tatsächlich aufgelegt. Und ich dachte, er zieht das Ding weiter durch.
und behauptet weiterhin felsenfest, dass er Tomery ist. Ja. Und da hat er dann auch aufgelegt. Aber ich habe seine Stimme. Okay, was willst du jetzt machen? In die USA fliegen und ihn abstechen? Haha. Boah, Alter, ich kann ihm actually noch Geld auf seine Bitcoin-Adresse überweisen. Das ist eine sehr gute Idee, mach das. Zeig's ihm richtig. Zeig's ihm richtig, indem du dem noch 20.000 Bitcoin sendest, Bro. Das ist smart. Das ist sehr smart. Pressure ihn richtig, indem du ihm Geld sendest. Wir machen jetzt was richtig Wildes. Ich deposite jetzt einfach mal einen Huni. Einfach mal, um zu sehen, was er denkt. Und dann will ich ihn dazu überreden, einen Face-Call zu machen, damit ich sehe, wie der Typ aussieht, oder? Wäre doch spannend. So, Bitcoin. Hä, das ist ja saudumm. Der scammt dir das doch weg, Digga. Du hast ihn doch eben schon exposed. Als ob der jetzt nochmal... Hä? Hä? Du hast ihn doch schon exposed, als ob der jetzt sagt, okay, okay, ja, ja, okay, jetzt hast du mir $100 gegeben, jetzt, der ist absolut geistig. Bitcoin im Wert von 100 €, let's go, jetzt senden. Ich hoffe, mein Investment lohnt sich. Ich will nämlich nicht die 20%, die er mir verspricht, ich will einfach nur sein Gesicht sehen. Jetzt habe ich ihm die 100 € geschickt und jetzt schreibe ich ihm dann. Das war natürlich jetzt ein bisschen Glücksspiel, ne? Es könnte natürlich jetzt sein, dass er Bock auf mehr Geld hat, dass es dann zu einem Videochat käme, wo ich dann mal sein Gesicht sehen kann. Ja, oder er macht sich jetzt einfach aus dem Staub. Das kann natürlich auch sein. Dieses Video wird unterstützt von Cevdesk. Wenn ich dir jetzt meine 3.000 € gebe, will ich, dass du mir einen Videocall gibst. Es ist, dass es Scam ist. Ja. Überrascht. Shit, der Dude hat mir gerade einen Screenshot geschickt, im Vergleich zum letzten zum Beispiel lief. Probiert Cevdesk jetzt über den Link in der sogar noch 50% auf eure ersten 4 Monate. Ich bin so ein Bastard. Holy shit, der Dude hat mir gerade einen Screenshot geschickt von den Bitcoin, die der erhält. Heute allein einfach hier meine $120, dann nochmal $300, dann nochmal $90, dann nochmal $300 und das alles an einem Tag. Der hat einfach an einem Tag mit der Masche $800 verdient. Und das ist cringe wenig. Das macht er hier gefühlt jeden Tag. Ich befürchte, dass das halt nicht nur YouTuber sind, die dem das Geld gerne geben, um ihn hops zu nehmen. Ich befürchte, das sind echt Leute, die da hoffen, dass sie da Geld machen. Nein, 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 nein. Das sind nur YouTuber, die ihm 100 € schicken, damit sie ihn hops nehmen. Du hast das falsch verstanden. Das sind nur YouTuber, die ihre Identität zurückhaben wollen. Leute, sendet niemals irgendwem einfach so Geld. Außer es ist bei mir im Stream, Leute. Ihr könnt ja gerne Subs giften und auch gerne Geld spenden, wenn ihr wollt, ne? Nur, dass ihr es wisst. In der Hoffnung, dass sie euch mehr zurückgeben. Oh, aber jetzt hat er mir einen Link geschickt. Ich habe sein Vertrauen. Ich habe ihm jetzt 100 € geschickt und dadurch habe ich sein Vertrauen. Er hat mir einen Link zu seiner Firma scheinbar geschickt, zu einer Trading-Website. Mal schauen, was es damit auf sich hat. Mein Ziel ist es ja hauptsächlich, aber ihn an die Webcam zu kriegen, oder? Ich sende nur Lichtenergie, verpiss dich. Per FaceTime mit ihm zu quatschen. Wir schauen uns mal diese Webseite an. Sehr seriös auf jeden Fall. Keine komische Cookie-Abfrage. Ziemlich klischeehaft. Hier ist eine Nummer. Ist das die Nummer, mit der ich gerade schreibe? Ich habe jetzt mal gegoogelt, ob das ein Scam ist. Und hier steht, dass es Scam ist. Ja. Überrascht mich komplett. Aha. Also ich habe jetzt hier einen Bericht gefunden, wo diese Website schon häufiger einer Fake-Identity beschuldigt wurde. Ey, das wäre insane, wenn da einfach mehrere Leute arbeiten würden. Wenn das ein richtig kranker Scam wäre. Wenn das ein richtiges Netzwerk wäre, dem wir hier auf die Schliche gehen. Stellt euch mal vor, es gibt Leute, die tun sich zusammen und scammen. Das ist extrem shocking. Das hätte ich nicht erwartet. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Also das ist gerade wirklich überraschend. Das ist wirklich überraschend. Also, dass es Leute gibt, die immer was Böses wollen, das überrascht mich. Familie Elegnu ist dahinter. Stimmt, eigentlich muss ich... Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Got you, my man. It's Verenix. Dankeschön, Kuss. Tagelange Recherche, stundenlanges Hin- und Herschreiben mit dem Betrüger und alles läuft am Ende auf diesen einen Moment hinaus. Okay, ich werde jetzt ihm sagen, dass ich jetzt 3.000 € investieren will, damit er richtig Bock hat. Dann werde ich ihm aber sagen, dass ich davor noch gerne noch einen Videocall machen wollen würde. Zeig mir deinen Schwanz, wenn ich 3.000 € investieren soll. Für den Eis in die Rente, dankeschön für den Euro. Den werde ich direkt an den Bitcoin-Scammer senden. Damit ich auch wirklich weiß, dass da ein Mensch dahinter ist. Ich bin so gespannt, Alter. Wenn ich jetzt einfach gleich den sein Gesicht sehen könnte, potenziell. Er hat mir gerade geschrieben, wieso Videocall? Ich habe dir mein Wort gegeben. Digga, bevor ich dir jetzt meine 3.000 € gebe, will ich, dass du mir einen Videocall gibst. Es gibt... Zeig mir deinen Schwanz, damit ich dir vertrauen kann. Bro, warum scammst du mich? Wir haben uns gegenseitig die Schwänze gezeigt. Nichts Schlimmeres als die Gewohnheit von Zweifel. Zweifel teilt Menschen. Es ist ein Gift, das Freundschaften trennt und aufbricht. Es ist ein Dorn, der reizt und schmerzt. Hä? Digga, plötzliche Gete. Es ist ein Schwert, das tötet? Plötzlich Shakespeare geworden oder was? Okay, ich ruf den jetzt an. Face Call. Let's go, ich mach das einfach. Und er hat aufgelegt.
Ja, gerade geschrieben. Man kann da nicht telefonieren, weil das seine Trading-Software beeinflusst. Oh, Digga. Fucking don't know what. Okay, ich habe mir das noch geschrieben. Ja, dann halt nicht. Der letzte Köder. Got him! Ich hab ihn einfach. Ich hab ein Bild vom Dude himself. Oh mein Gott. Was ist das für ein Video geworden? Er ist einfach 70 Jahre alt. Digga, so ein alter perverser Opa, der so reinscammt. Aber das Spannendste ist eigentlich, wie ich ihn gekriegt habe. Ich wollte eigentlich mit dem Video chatten. Ich habe ihm einfach ein Bild von meinem Arschloch geschickt. Aha. Aber er wollte das aus irgendeinem Grund halt einfach nicht. Dann habe ich ihm gesagt, ja okay, wir müssen auch nicht Videochatten. Oh mein Gott, es ist doch mein Vater. Und guck mal, hier hast du einen Beweis, wo ich persönlich meinen Nutzernamen auf einem Zettel hochhalte und meinen Bitcoin-Account, wo 14.000 Euro drauf waren. Ich wollte, dass ihm so richtig schön das Wasser in seinem betrügerischen Mund zusammenläuft. Habe ich ihm so ein bisschen Druck noch gemacht. Ja, und dann hat er ein Bild geschickt. Mit einem Zettel, wo dann mein Nutzername draufsteht. Imagine, eine scheiß Schildkröte scammt dich, Digga. Imagine, du wirst von der Schildkröte gescammt, Junge. Da ist er. Das ist er, Digga. Junge. Oh. Ja, chillig. Immerhin hat Thomas seinen Vater wiedergefunden. Lustigerweise war dieser alte Mann in diesem Bild nämlich genau der gleiche Typ, der vorhin das Testimonial gemacht hat. Das heißt, er hat sich wahrscheinlich einfach selber das Testimonial gemacht, weil er halt einfach keine Leute hat, die ihm Testimonial machen. Und dann habe ich so ein bisschen die Erpressermethoden rausgeholt. Könnte man kritisieren, aber hey, das ist investigativer Journalismus, halt wirklich. Drum das ist sein Opa, nicht sein Vater. Hab ich ihm geschrieben, hey, heute geht ein Video online auf meinem Kanal mit fast 700.000 Abonnenten. Flix, Popo. Wenn du die paar Fragen, die ich hast, antwortest, dann werde ich dich überall zensieren. Deine Nummer, deinen Namen, deine Adresse und so weiter und so fort, deine Bilder. Und es wird nichts passieren. Oha, Digga, der erpresserische Boss. Da muss ich aber erstmal Herrn Anwalt anrufen. Hallo? Lass mich raten. Du hast zufällig eine Rechtsfrage, die ich beantworten soll. Und wir befinden uns gerade in einem Stream. Ganz genau. Ja, hallo, ja. Chat. Hallo. Also, ja. Angenommen, jemand klaut meine Identität, ja? Und ich überführe den des Identitätsdiebstahls, ja? Ja. Und sage, pass mal auf, ich zensiere dich in meinem Video, aber nur, wenn du mir jetzt ein paar Fragen beantwortest. Ist es Erpressung? Nein, Erpressung nicht, bei einer Erpressung muss ein Vermögensvorteil gewährt werden, sondern es könnte eine Nötigung darstellen. Okay. Dass du eben zu einem Tun dulden oder unterlassen, in dem Fall ein Tun duldest, da zu erscheinen. Genau. Okay, und wenn derjenige jetzt im Ausland ist, kann der nicht überhaupt anzeigen? Also könnte mich jetzt jemand aus den USA anzeigen? Nee. Kann er machen, kann er auch hier machen, ja. Echt? Ja, ja. Das heißt, man kann nicht nur in Deutschland angezeigt werden? Der Fall ist nicht theoretisch, wie ich höre. Nee, es geht da nicht um mich, es geht da um wen anders. Ich versuche gerade nur, einer Schildkröte, sag ich mal, das Recht einzureißen, also dass halt jemand hier in Deutschland ins Gefängnis kommt. Ja. Also es könnte eine Nötigung darstellen, Erpressung nicht. Es ist halt auch, Erpressung brauchst du immer Geld. Kommt man da vielleicht doch in den Bereich, weil es halt ein alter Mann gewesen ist, der halt irgendwie dann auch noch irgendwie arglistig getäuscht worden ist? Ich kenne jetzt den Fall nicht. Dann müsstest du mir jetzt ein bisschen mehr Input geben über alles. Also stell dir vor, eine Schildkröte, also der Mann sieht aus wie eine Schildkröte, wir nennen ihn Schildkröte. So wie Peter Zegert. Genau, ja, richtig. Okay. Der hat die Identität eines Influencers geklaut und der Influencer erpresst ihn aber jetzt damit oder nötigt ihn. Die Schildkröte diesen Influencer jetzt anzeigen? Oder der Influencer auch die Schildkröte? Ja, es könnten wechselseitige Straftaten dann vorliegen. Das ist ja so eine Art Selbstjustiz dann im Grunde. Das heißt, man einigt sich am besten auf einen Vergleich. Ich ziehe dich jetzt am Nasenring durch die Manege, ja. Weil du was Böses gegen mich gemacht hast. Ja. Das ist ja so eine Form von Selbstjustiz. Genau. Ja, ja. Sowohl das eine könnte eine Straftat sein, als aber auch das andere. Und was ist schlimmer in Deutschland? Nötigung oder Identitätsdiebstahl? Also Identitätsdiebstahl ist erstmal nicht komplett per se strafbar, muss man dazu sagen. Und wenn man damit Bitcoin scammt? Entscheidend ist vielmehr, was man dann mit der Identität macht. Also ich könnte jetzt auch durch die Stadt gehen und sagen, ey, ich bin Rezo oder so. Ne? Ja. Aber wenn ich dann hinterher mit der Identität was Fremdes mache und deshalb mir nur jemand irgendwelche Vorteile verschafft oder mir irgendwas gibt, dann
könnte man nachdenken, ist es vielleicht ein Betrug oder andere Dinge. Und was ist schlimmer, ja. Betrug oder Nötigung? Weiß ich jetzt nicht auswendig. Da musst du ins StGB gucken, 263 ist Betrug und 240 ist die Nötigung. Super. Und da steht in den hinteren Absätzen dann steht hinten in den Sätzen drin, wie die Bestrafung. Also mir persönlich geht es nur darum, dass dem armen alten Mann aus den USA nichts passiert und dieser gierige Influencer in Deutschland ins Gefängnis kommt. Weil der hat nämlich keine Rente und der muss seine Rente bezahlen und der Influencer soll in den Knast, weil er den alten Mann nötigt. Ja, gut, da müsste der Mann aber wahrscheinlich einen Antrag stellen. Das kriegen wir hin. Der wohnt in Alabama, da wissen wir schon. Gut. Alles klar, super. Hey, dann bedanke ich mich, ja? Mach's gut. Kommt dann auf den Retainer drauf, ne? Alles klar. Supi, ciao. So, wunderbar. Dann kommt Tomery jetzt in den Knast. Das freut uns doch. Ah, ihr habt schon die Schildkröten-Emotes gefunden, sehr schön. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja okay, es könnte natürlich auch sein, dass der einfach das Bild gefotoshoppt hat von diesem alten Mann mit dem Zettel. Könnte wirklich sein, dachte ich auch. Aber dann hat er es aus dem Chat gelöscht. Diese Nachricht wurde gelöscht. Schade, dass es schon auf meinem Handy gespeichert war. Und deswegen jetzt dieses Video. Ich habe natürlich den Kerl trotzdem zensiert, da man ja nie 100% wissen kann, ob das jetzt stimmt. Vielleicht wurde es auch gefotoshoppt, aber es sieht schon echt, echt aus. Und er hat es ja auch gelöscht, also er hat schon ein Motiv. Ne? Das ist überhaupt nicht geil. Ihr habt ja auch gesehen, wie viel Geld er am Tag verdient. Bis zu 1000 Euro jeden Tag. Einfach. Ja, man muss aber auch sagen, dass der arme Mann in fucking Alabama wohnt. Und außerdem ist es so, dass man in den USA nicht genug Geld hat für die Rente. Also ist das mehr als in Ordnung, dass der versucht, über deinen Namen sich ein bisschen was dazu zu verdienen. Und du, Thomas, nötigst diesen alten Mann, vielleicht hat der einen Herzinfarkt bekommen, ja? Vielleicht hat der einen Herzinfarkt bekommen, sag ich mal. Vielleicht geht's dem gar nicht gut, ja? Also. Ach, wahrscheinlich so ein 70-jähriger Knacker, der da die jungen Leute hopst. So. Ja, der wurde jetzt hops genommen. Das Einzige, was noch ein bisschen dagegen spricht, dass der Kerl am Telefon jetzt nicht unbedingt sich alt angehört hat. Ja, hierzu. Zwei und jetzt auch nicht unbedingt das beste Englisch gekonnt hat, das widerspricht jetzt dem noch ein bisschen. Das ist komplett extrem kurios. Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist alles, was ich weiß. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht vor, da rechtliche Schritte einzuleiten. Der sitzt. So, Thomas, das ist für dich, Alter. Captain Corey, danke für deinen Sub. Ist halt irgendwo sonst wo in Amerika. Mhm. Da kannst du einfach nichts machen. Doch dann. Es ist keiner aus Amerika. Es war die ganze Zeit sein Manager. Er hat mir jetzt gerade tatsächlich nochmal ein echtes Bild von sich oder von seinem Fuß geschickt und scheinbar ist es. Von seinem Fuß? Digga, was ist das für ein weirdes RP? Bro, wo bist du da reingerutscht? Das ist nicht der alte Dude. Und er hat dann auch einen Videocall gemacht. Und das ist wirklich nicht der alte Dude. Ich habe nicht rechtzeitig aufnehmen können. Also das ging gerade viel zu schnell. Oh mein Gott, das war vor 3 Sekunden einfach. Ich rufe ihn jetzt aber trotzdem nochmal an. Are you proud of yourself? Der sitzt auf dem Klo. Der sitzt auf dem Scheißhaus. Der sitzt auf einem Scheißhaus. Are you proud of yourself? Yeah, I'm proud of myself. For ripping people off? No. Why do you scam people? Why do you steal money? Did I steal yours? I think so. Why did you fake my Instagram account? Oh mein Gott, maybe hat dieser Typ die Schildkröte gezwungen. Vielleicht hat die Schildkröte den Opa einfach gezwungen, das Schild hochzuhalten. Oh, Digga, das ist ein ganz großer Kriminalfall hier. Never, not me. Who was it? Instagram. Pardon? Instagram. Who created the account and why did he put your phone number there? Oh, that's my phone number, okay. That's my phone number, my company number. Mhm, okay, jetzt ist alles klar. What company do you work for? International Joshu. And this company... International Joshu. ...is stealing other person's identity to create traffic. No, not mine. So, I just descended... Digga, ja, vielleicht ist das Jota. Oh mein Gott, dieser Scammer aus... Dieser Jota. Dieser komische, ja. Who created this account? I'm tired right now. Digga, der ist komplett besoffen, oder? Tired. Yeah, I'm tired. I don't have money. I lost my dad. Er hat auch seinen Vater verloren. This shit fucking goes crazy, bro. And how long eating for this now?
Alter. Just help me, please, man. What the fuck? What the fuck, Digga? Was ist da los? Please help me, man. Help me, I'm dying. Okay. Digga, also, jetzt ist es wirklich dreist. Wenn Thomas ihm jetzt nicht hilft, ey, der Mann stirbt. Der Mann stirbt literally und Thomas hilft ihm nicht. Ganz ehrlich, Digga. Ganz ehrlich, ich ruf kurz Thomas an. Das ist unverschämt. Das ist so unverschämt. So. Ich habe jetzt zwei Nummern von ihm. Ich weiß nicht, welche die richtige ist. Digga. Er sitzt am Klo und stirbt und Thomas ignoriert den. What the fuck? Kann auch sein, dass er mich schon blockiert hat. Weiß ich halt nicht, ne? Kann auch die falsche Nummer sein. Thomas denkt nur an sich selber. Ja, es ist einfach nur dreist. No joke. Einfach nur schade, wie er sich verhält. Gib mir mies Strandverkäufer-Uhren-Vibes. Ja, so wie Thomas sich hier... Thomas! Ich schau gerade mit dem Chat dein Video, ja? Ja. So, erstmal habe ich eben mit Herr Anwalt telefoniert, okay? Herr Anwalt? Ja, das ist ein Rechtsanwalt. Ja. So, erstmal ist es so, dass du versucht hast, diesen armen alten Mann zu nötigen, indem du gesagt hast, ja, ich zensiere dich erst, wenn du mir alle Fragen beantwortest. Das ist Nötigung, das ist ein Tatbestand in Deutschland, ja? Okay. So, jetzt bin ich hier gerade bei Minute 18:39 und der Mann sagt, bitte hilf mir, ich sterbe und du guckst dann nur in die Kamera und hilfst ihm nicht. Das ist unterlassene Hilfeleistung, das ist auch ein Straftatbestand, ja? Ja. Und ich finde es ziemlich weird von dir, wie du mit diesem armen Mann umgehst, weil der möchte sich nur was dazu verdienen und ich finde es nicht in Ordnung, dass du ihn nicht mal ein paar Wochen deine Identität nutzen lässt. Fändest du es nicht angebracht, wenn ich als gemeinnützigen Dienst dann quasi als Strafe ein Jahr lang kostenlos deine Videos schneiden würde? Nein, ich fände es gut, wenn du jetzt in die USA rübergehst, nach Alabama und dem Mann mindestens $10,000 als Entschädigung zahlst, sonst werde ich eine Petition eröffnen mit meinem Chat, dass du ins Gefängnis kommst. Hast du zufällig $10,000? Ich habe $10,000, aber das Geld muss von dir kommen. Das ist voll gut. Nee, nee. Also, das kann ja erst von dir kommen. Nein, Thomas, du bist hier derjenige in Scammed. Der Scammer, nicht er. In Bitcoin gibst du ihm das. Hä, aber ich habe ja nur wegen dir Reichweite. Das ist eigentlich deine Schuld. Es ist nicht meine Schuld. Ich habe ein Monster erschaffen. Ich bin Dr. Frankenstein. Du hast dich selbstständig gemacht. Du musst es jetzt mit diesem armen Mann ausbaden. Der stirbt auf der Toilette. Der sitzt da auf dem Klo und sagt, man, I'm dying. Sein Schließmuskel reißt und du guckst in die Kamera und nee, und du denkst nur an deine $100. Das ist dreist. Du bist in der Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen und lässt diesen armen Mann auf Toilette sterben. Der Mann hat seinen Opa genötigt für das Bild. Ey, da haben wir echt gestern und vorgestern nochmal geschrieben. Why are you ignoring my calls? Hello, hello, schreibt er mir jede Stunde gefühlt. Ja, und hilfst du ihm jetzt oder nicht? Bestimmt. Okay, gut, dann mach das mal, setz mal bitte den Fund dafür auf, ja? Mach das mal bitte ready, dass du da irgendwie... Den Fund? Ja, einen Verein oder sowas für ihn gründest, damit dem Mann geholfen wird, okay? Dann würde ich auch von der Anzeige absehen, okay? Ja, das ist nett. Was hast du gegen Schildkröten? Schildkröten? Ja. Wieso? Weil ich jedes, weil ich jeden Tag 20.000 Sixpack-Ringe ins Meer werfe, damit sich die verheddern oder so, was? Und jetzt reicht's. Du wirst sehen, was du davon hast. Auf Wiedersehen, Thomas, auf Wiedersehen. Jetzt reicht's aber wirklich. Das ist einfach ein Kriegsverbrecher, ist das. Ein Kriegsverbrecher. Verbrechen gegen die Menschheit macht der. Verbrechen gegen die Menschheit. Ganz viel hat der gemacht. Fucking selte Schildkröten, man. Jetzt reift's. Guck, dem interessiert das nicht, der stirbt, das ist dem egal. Aber diesem Screenshot zufolge, in dem die Person ja offensichtlich jeden Tag mehrere hundert Dollar verdient und auch vielleicht diesen Louis Vuitton-Schlappen, den er mir geschickt hat, zufolge, kann das natürlich auch alles jetzt einfach eine Ausrede gewesen sein. Was soll das denn jetzt heißen? Man kann ja trotzdem sterben, wenn man viel Geld hat. Es gibt doch reiche Leute, die sterben, ja? Es gibt doch reiche Leute, die sterben. Steve Jobs ist auch gestorben und der war sehr reich. Das ist dreist. Der braucht deine Hilfe und du hilfst ihm nicht. Das ist einfach menschenverachtend, was du machst, Thomas. Menschenverachtend ist das. Und er stellt sich jetzt als der Held da. Betrüger, exposed. Nee, das ist ein armer Mann, der Hilfe braucht. Ein armer Mann, der Hilfe braucht, ist es. Es ralft. Es ralft einfach, Thomas. Wissen werden wir es wohl nie. Oh, bitte save me, dann help me with $1,000. Okay, man, please. Siehst du, der braucht nur $1,000. $1,000 braucht der, Thomas. Und du gibst ihm nicht. Das ist so schade, Mann. Ey,
Da kommen mir die Tränen, Alter. Schade, Thomas. Wirklich. Einfach nur schade. Who was the man in the picture? Ah, gut, dass du... das muss man ihm lassen. Es ist gut, dass Thomas jetzt seine eigene Stimme nochmal verzerrt hat, damit wir nicht wissen, wer dahinter steckt. Who was the man in the picture? Das ist fucking Fivehead. Jetzt wissen wir gar nicht, ob Thomas das gesagt hat oder wer anders. Jetzt können wir Thomas nichts nachweisen. Der Typ ist ein kriminelles Genie. Who was the man in the picture? Was it photoshopped? Yeah, the Photoshop got this picture online. Dude, I don't think I can help you. How do you think I should help you? Da, der ist vom Teufel besessen auch noch. Das ist das Ding. Der ist vom Teufel besessen. Jetzt haben wir es nämlich. Der ist so diabolisch und böse, weil er vom Teufel besessen ist. Das heißt, vielleicht ist der gar nicht prozessfähig. Das heißt, der wird auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert. Das heißt, er geht gar nicht in den Knast. Ich habe ein Monster erschaffen. Du schaffst mir, um den Hermann zu öffnen. Ich will das Leben mein Leid. Arme Kinder, lass mich dort sein. She's baby and all that. Lass mich dort in den Casting. I lost dude. My wife. Well, I don't know if I can believe you, dude, but just be assured, I won't publish your data. I won't. Digga, welcher Selbstgefälligkeit. Das ist Wahnsinn. Der arme Mann, seine Tochter verloren. Seine Frau. Alle im Autounfall. Und er sagt so, ganz ehrlich, ich werde deine Daten nicht veröffentlichen, aber du widerst mich an. Das ist doch ekelhaft. Der Arme, der braucht nur $1,000. Der braucht $1,000, mehr nicht. Won't publish anything, but dude, stop. You gotta stop scamming people. Jetzt denkt er hier, jetzt macht er hier auch Selbstjustiz. Okay. Okay. Uff, Alter. Digga, was ist gerade passiert? Alter. Ja, du hast einen armen Mann in den Tod geschickt. Alter, what the actual? Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgedacht über das, was gerade passiert ist, und ich weiß immer noch nicht, was das genau war. Es könnte jetzt sein, dass der Dude einfach basically in einem riesigen Netzwerk irgendwo wirklich in Ghana ist und einfach in der übelsten Scheiße. So, warum jetzt in Ghana? Warum in Ghana? Hä? Warum in Ghana? Warum in Ghana? Warum in Ghana? Wie kommst du jetzt auf Ghana, Thomas? Also Situation ist, wo ich halt eigentlich schon gar nicht mehr böse drauf sein kann, aber es könnte natürlich auch sein, dass er das halt jetzt einfach nur genutzt hat als neue Masche. Ich weiß nicht, ich kann dieser Person jetzt irgendwie nicht vertrauen. Ich will aber jetzt auch natürlich nicht mehr so siegesicher und ja, ich kann mich jetzt nicht wirklich darauf freuen, dass wir das Rätsel gelöst haben, um ehrlich zu sein. Es ist trotzdem eine wichtige Botschaft, was auch immer ihr da jetzt mitnimmt. Das Internet ist ein wilder Platz. Wenn ich mehr weiß, dann gebe ich euch Bescheid. Mhm. Ja. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Zeftes, dass ihr dieses Video... Und jetzt hat er es auch noch monetarisiert, ein Placement. ...unterstützt habt. Der Link zur smarten Buchhaltungssoftware ist jetzt in der Videobeschreibung. Abonniert gerne diesen Kanal und folgt mir auch gerne auf meinem echten Instagram-Account. Natürlich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mhm. Macht's gut. So. Da werden wir noch sehen, wie der in den Knast kommt, Chat. Das werden wir noch sehen. Alles macht er für Geld. Nee, jetzt mal Spaß, echt gutes Video. Aber wir schreiben es jetzt... Hoffe, du kommst für deine Strafe... Taten noch hinter schwedische Gardinen. Tomri. So, ganz ehrlich, schönes Video. Schaut es euch bei Thomas gerne an.